Melvin und Dominik Niffler, ein Packensduell zwischen den Lakers und Genf. Ein Packensduell in eurem Brüderduell. Dominik Niffler, was ist jetzt da bitterer, dass man gegen den Brüder verliert oder dass man erst so knapp im Penaltyschiessen verliert? Ja gut, ich kann es ein bisschen gegen den Brüder verlieren. Das ist glaube ich ein Klassiker. Nein, schlussendlich Penaltyschiessen sicher. Jetzt habe ich einfach zu viele Goal bekommen mit 3. Ja, schade, haben wir nicht gewonnen. Jetzt euer erstes Duell hier in der National League, in der Swiss League hat es schon gegeben, im Cup auch schon. Wie war das? Ich frage jetzt nochmal dich. Gut. Ja, ich meine, schlussendlich haben wir ja gleich einen Punkt geholt hier in Rappi und ja, ich bin froh über diesen Punkt. Ein Punkt zum Mitnehmen, der geteilt worden ist, Melvin Niffler. Wie ist das? Ich habe eure Begrüssung gesehen vor dem Spiel. Bei euch, da tauscht man sich da noch aus oder herrscht da Funkstille, wenn man weiss, es geht gegen den Brüder in so einem Match? Nein, ich denke, in erster Linie sind wir ja Brüder. Also, ich unterstütze ihn, egal wo ich kann. Er auch. Und von dem her, eben, wie gesagt, wir sind in erster Linie Brüder. Und jetzt auf mich sind wir Konkurrenten. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das Spiel anfängt, haben wir uns das Beste gegeben. Jetzt ist das Spiel fertig und jetzt können wir es geniessen wieder. Gleich froh, dass wir jetzt hier am Schluss noch als Sieger gegen den Brüder vom Eis gehen. Ja, es hätte gerade so gut in die andere Seite gehen können. Ich denke, wir haben extrem gut Penalty geschossen. Genf war okay, aber am Schluss haben wir sicher die besseren Penaltyschützen gehabt. Es ist immer ein bisschen Lotterie. Ich denke, heute wäre es unentschieden auch fair gewesen. Danke vielmals und gratuliere euch beiden.